So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Trivolos Let's Play. Eine Runde Sky Factory mit Street Tagger 2, der heute wieder Papa zum Onkel sagt. Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Papa. Ja, also ich will weder dein Onkel noch dein Papa sein. Ja, ich so, glaube ich auch nicht. Ich muss hier mal so ein bisschen gucken. Ich muss hier mal so ein bisschen Enderperlen nachwerfen, denn ich habe da noch eine Kleinigkeit später vor. Oder wir haben da noch eine Kleinigkeit später vor. Aber zuerst einmal geht es um ein Achievement. Und zwar geht es um das Achievement, das ich mir eigentlich rausgesucht habe. Da. Philipp64K Fluid Storage Drive with a liquid other than water. Da liegt's auf der Hand, was wir nehmen. So wenn bisschen, man mal so ja. In die Richtung guckt. Ja. Gut. Jedoch zuvor fange ich erstmal mit was anderem an. Ha, jetzt kommt für Erwachsene. Und zwar für ganz Erwachsene. Wir brauchen als erstes mal wieder eine Ender-Chest. Warum gebe ich das da oben ein? Weil ich dumm bin. Nein, weil ich gucken wollte, ob wir noch eine haben. Ender-Chest. Chest, Ender-Chest. So, zack, plopp. Und dann brauchen wir natürlich ein bisschen Red. Rose Red. Haben wir da noch was? Ja, guck mal in der Kiste. Ich bin doch gerade im Keller. Ja, sowas. Sowas aber auch. Oh. Ja. Wir müssen sowieso mal, glaube ich, wieder ein bisschen mit Bohnenmehl Amok laufen oder so, um mal ein paar Farben ranzukriegen. Ja. Denn auch das Rose Red, das wird doch ganz schön dünne. Mhm. Habe ich zumindest so das Empfinden. So, ja, stimmt, hast recht. Die alte Ender Chest will ich hier ganz dicht, ganz nahe, ganz dicht am AE-System eigentlich haben. Machen wir einen tiefer. Hier geht ja auch ein AE lang. Dann machen wir das genau dahin. Genau dahin. So, zack, das einmal rot gemacht. Jetzt haben wir natürlich keine ME-Kabel mehr. Haben wir hier noch welche drin? Rezept ist aber im AE drin. Cable. Doch, hier sind noch 32 Stück drin. Einmal die 32. Jetzt muss ich nur gerade überlegen, wie am besten. Ja, natürlich. Hier so und dann... Hier so. Ne, das ist einer von. Hier? Das ist jetzt direkt daneben? Nein, natürlich nicht. Oh, komm schon. Einmal lieber den. Hallo? Ist der jetzt an? Ich weiß es mal wieder nicht. Hallo? So ab und ab. Keine Ahnung, ob der Magnet jetzt an ist oder nicht. Ich wollte das Kabel nur nicht, dass das jetzt runter wegfällt. So, und zwar runter wollte ich. Ja, runter weg. Weg halt so. Ne? Weiß schon. Ja, mach, ja, ja. Komm mal mit mich mit. Ich muss dich mal was zeigen. Mhm. So, dann als nächstes benötigen wir einen... jetzt muss ich überlegen. Import, Export, Export, ne? Wir wollen ja was aus dem AE raus haben. Genau, Export. Ja, dann brauchst du Export. Haben wir keinen mehr da? Okay, dann bauen wir schnell mal ein. Export. Einen Export-Bus. Zack. So, nee, was habe ich denn jetzt hier gedrückt? Basic Export. Wir brauchen einen ganz stinknormalen Basic Export. Ach, da haben wir ja. Da fehlt uns ja schon wieder so viel. Aber ich weiß, dass ich das Interface hinzugefügt habe. So, einmal craften. Fertig. Das können wir eigentlich auch gleich rausnehmen. Scheiß doch da, der Hund drauf. So, einmal so, einmal so. Und dann das hier. Und jetzt brauchen wir als nächstes Boils Back. Ich hasse dieses Wikipedia. Spoils Back. Ja, genau, wegen dem I. Einmal ein Spoils Back. So. Die erste Variante, wie ich es bauen wollte, hat ja leider nicht funktioniert, aber diese Variante funktioniert. Und mir fällt gerade ein, ich habe mal wieder vergessen, den Timer zu stellen. Hm. Oh, einmal mit Profis, ne? Ja. Ja, egal, mache ich ihn jetzt an. Ich meine, die Zuschauer sind es langsam, glaube ich, gewohnt. Mindestens, ja. Ich glaube, ich auch. Ja, ich meine, du stellst den ja auch nicht. Deine Folgen sind ja auch meistens 20, 30 Minuten lang. Ja. Also ich stelle ihn schon, aber ich mache meistens 20 Minuten. Achso. Mhm. Autonomous Activator. So, den müssen wir jetzt nur richtig hinstellen und zwar so. Genau, das ist nämlich das Problem. Ich glaube, das will ich so aber gar nicht haben. Was denn? Was machst du schon wieder? Wir könnten... Ja, der Autonomus macht jetzt dauerhaft die Kiste auf. Das gefällt da mir nicht. Können wir aber gegen anwirken. Indem wir... Nein, ja. Was haben wir denn da noch an Kisten?
Eine normale. Nehmen wir eine normale. Erstmal. Dann brauchen wir ein Item. Item. Item Duct. Und ich glaube, Servos habe ich nicht mehr auf der Tasche. Müssten aber irgendwo noch über 30 Stück sein. Genau, 35 Servos. Zack, die dazu. Was ist denn das hier? Die habe ich vorhin gebaut, weil ich vorhin einen Gedankenfehler gemacht habe. Eieiei. Dann drehen wir den hier, den Autonomos. Zwar so. Und dann kann er hier nämlich, weil ansonsten, egal wo ich hingehe, sehe ich nämlich, dass der die Kiste aufmacht. Also wenn wir eine Ender-Chest nehmen würden. Das ja. würde mich, binnen kürzester Zeit, würde mich das so aufregen. Ich würde schon weil wieder, überall dann die Kisten auf sind. Richtig. Ich würde schon wieder einen Aufreger nach dem anderen kriegen. So, zack, ein Servo. Ja, man muss ja an deinen Blutdruck denken und so, ne? Ja. Da kann ich mal was zu erzählen. Und zwar, kürzlich wollte ich mir in der Apotheke ein Medikament kaufen, das mich ein bisschen wach stimmt. Man nennt es Koffeintabletten, sind frei verkäuflich und so weiter. Jedenfalls sagte die Apothekerin dann zu mir, eine Tablette entspricht ungefähr so 3 Becher Kaffee, ne? Passen Sie damit Ihrem Herz auf. Und ich so, du Schlampe. Ja, was soll es anders zu sagen, ne? So, und eigentlich blau. Und jetzt müssen wir den noch konfigurieren. Bolzbacks. Und wie man sieht, funktioniert nicht. Komisch. Export-Bus mit Spoilsback. Oder muss der orange sein? Nee, der muss eigentlich. Der muss blau sein, ne? Für den Eingang ist blau. Ja, Eingang ist blau. Gut. Und wie man sieht, klappt nicht. Was? Wo bist du? Lege ich die jetzt rein, macht er die auf. Zack, hat er aufgemacht, hat er verteilt. Aber, wie man sieht, er verteilt sie nicht. Ich habe den ganzen Scheiß jetzt nur gebaut, damit mich keiner mehr voll schnackt. Was wir jetzt vielleicht machen könnten, wäre per Fuzzy Export Bus das Ganze machen. Da kannst du noch so viel gucken, wie du willst. Du kriegst es nicht zum Laufen. Ja, mit dem geht es auch nicht. Mit dem Import. Export. Nee, ich glaube, du brauchst wirklich einen Fuzzy dafür, ne? Ja. Du musst ja sagen, die Spoilspecs haben ja unterschiedliche Dinge, so wie die Schwerter auch. So, und dann nehmen wir einen Fuzzy. Zack. Dann müssen wir den einstellen auf Match Any, ne? Ja. Ach, jetzt habe ich jetzt kein Spoilspec auf Tasch. Flop. Spoilspec. Ein runter. Spoilspec rein. Jetzt füllt er den. Ja. Okay. Plan B. Haben wir nicht noch irgendwo eine leere große Kiste? Also so eine Crystal oder irgendwas? Wir könnten oben eine leer machen. Aber ansonsten habe ich jetzt auch keine auf Tasche. Tasche schon wieder voll. Hau ich erstmal in die Futterbox mit rein. In der Futterbox ist jetzt alles so drin, was so zum Thema Feld und so gehört. Okay. Ja, da habe ich eben auch noch ein bisschen was. Ich habe jetzt noch ein paar Rosenrot und gelbe Farbstoff hergestellt. Also sollte jetzt ein bisschen was im AE sein. Okay, weiß ich Bescheid. So, das jetzt nochmal schnell da rein. Und dann können wir die Kiste nämlich abbauen. Weil ich habe mir das gedacht, der ist... Das wird auch, glaube ich, der wird auch diese Chest viel zu schnell voll pumpen. Da kommt das ganze System gar nicht hinterher. Da hat man mein Handy, glaube ich, gerade gehört. Da wird das ganze System gar nicht hinterherkommen. Also diese Systematik. Das sind schon die schnellsten Pipes. Was man jetzt vielleicht machen könnte. Ja. Sag mal. Bin ich mal gespannt. Import müssten, glaube ich, noch welche drin sein. Wenn wir das gar nicht erst über die Ender-Chest laufen lassen, sondern direkt in das AE wieder zurückpacken. Ist gar nicht so dumm, ne? Ja, das musst du aber über eine Chest laufen lassen. Nein, du hast das nicht ganz verstanden. Also die Chest dann direkt wieder ans AE anschließen, oder was? Richtig. So. Probieren wir es mal aus. Mal schauen, was er jetzt macht. Auch der kommt nicht hinterher. Oder? Naja, ich meine, gut, ist das so schlimm. Müsstest du auch einen anderen Import-Bus nehmen, der ein bisschen schneller ist.
Aber die Frage ist, wäre das jetzt so schlimm, wenn er nicht hinterherkommt? Ich weiß es nicht. Also die Kiste läuft schnell voll. Das sehen wir ja. Ja. Bin mal gespannt, ob wir die voll kriegen. Jetzt ja, noch. Klar. Ja. Hey, solange wie ich jetzt hier noch reingucke. Ja, die ist gleich voll. 3, 2, 1. Die ist gleich voll, ja. Mhm. 3, 2, 1, 1. Richtig, Vibrant Alloy, das nehme ich mal gleich mit. Einige der Teile haben ja schon eine DSU bekommen. Einige andere müssen noch eine bekommen. Ja. So, jetzt ist die Kiste... voll. Voll. Er schmeißt nichts vorbei. Er hört dann einfach auf. Und dann lass doch laufen. Ja, gut. Irgendwann ist er ja mal mit den ganzen Spoilspecs fertig. Ja. Hoffe ich doch. Hoffe ich auch. Ja, nicht, dass die so schnell nachkommen, dass das ein ewiger Kreislauf bleibt. Boah, hier gibt's auch noch Tier 3? Ja, Tier 1, 2, 3. Okay, wusste ich gar nicht. Ich sehe hier nur Tier 2 und 3. Ja. Okay. Naja, dann einfach mal laufen lassen und dann mal gucken, wann voll wird. Ist wie auch immer. So, den Vibrant da mal rein. Jo, machen wir jetzt noch Flut oder machen wir jetzt das andere? Minuten? Nein, ich mache erstmal das andere. Blablab. Genau, ich mache erstmal das andere. So, Ed. Was machst du denn? Das wirst du gleich sehen. Ja, glaube ich nicht, ich bin da hinten. Wird sich für uns beide, ja, aber du wirst es ja hören. Ja. Wird sich für uns beide lohnen. Wir machen ein anderes Achievement. Und zwar machen wir das Achievement. Ja. Wir machen das Achievement. Ich hab's gleich. Ja, ich hab's gleich. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ja, aha, ja. Aha. Das ist mir zu blöd mit. Wir gehen wireless. Ah, ja. Oh ja. Das wireless Access Point. Damit fangen wir an. So, zack, ran da. Wireless Access Point. Dafür brauchen wir auf jeden Fall schon mal einen Wireless Receiver. Plopp. Ach, da brauchen wir auch noch so eine komische Fluix Enderperle. Dafür brauchen wir Dust und die Crystals und eine Enderperle. Bam. Einmal. Der kann aber rein, das kann er rein, das kann er rein, das kann er rein, das kann auch rein. Die Copper Ingots, die müssen wir noch irgendwie sehen, dass wir die umgewandelt kriegen. So. Fertig ist der Wireless Receiver. Und fertig ist der Access Point. Den Access Point, den packe ich einfach hier unten irgendwo mit hin. Also ich werde mal die Sackmill, die werde ich hier jetzt mal abreißen. Ja, ja. Die kommt dann, die kommt dann irgendwie mit in den Maschinenpark oder so, oder mal gucken. Mhm. Und die anderen beiden Maschinen, die können dann auch hier mal weg. Was ist das eine hier? Ah, der Pulverizer, der muss noch einen Moment stehen bleiben. Aber der Alloy-Smelter aus Ender.io, der kann auch mal weg. Dann kommt hier hinter jetzt einfach so der Wireless Access Point. So. Verdammt, verdammt, verdammt. Was hat er? Oh, ich bin von der Plattform runtergefallen. Oh. Aber ich lebe noch. Sauber. Oh je. Sag mal, weißt du noch, wie man die Access Terminals nachher linkt? Ja. Die musst du einfach nur in den WLAN Access Terminal reinlegen. Das sind zwei Slots, glaube ich, auf der linken Seite, rechten Seite. Warte mal, Wireless Access Point. Ich habe was völlig anderes gebaut. Ich habe den gebaut für die Signalverstärkung, ne? Das kann sein, ja. Ich weiß jetzt leider nicht, was du gebaut hast. Ich habe einen Wireless Access Point gebaut. Dann weiß ich ja, aber nicht mehr. Also ein Access Point müsste ja dann einfach nur eine Verstärkung sein. Dann weiß ich aber nicht mehr, wie das Originalgerät heißt. Terminal Chest Interface. Das ist hier für die Partition. Crafting CPU, Crafting Terminal, das alles nicht. I.O. Crafting Monitor, Storage Monitor. Der Grindstone. Übrigens, den Grindstone kann man auch automatisieren, habe ich neulich gesehen. Mit einem Autonomus. Okay. Ja, wie auch das schon funktioniert. Ja. Total easy. Transition. Nee, Plane. Das müsste aber der Access Point sein. Das ist auch das Einzige, was ich jetzt hier sehe. Oder Spital oder sowas. Also ich weiß, dass man das nachher linken muss. Schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt.
So, wir brauchen erstmal eine Energy Cell. Iron, Fluxdust, Glas. Los geht's. Brauchen wir gleich zweimal. Hau ich gleich rein in das AE. Dann brauchen wir Access Terminal. Ja, wir brauchen erstmal... Die habe ich, glaube ich, auch schon drin. Genau, Conversion Matrix. Mal. Hat er schon fertig. Wunderbar. Einmal und was fehlt da jetzt? Ich glaube, ein Kabel kann das sein. Ja, genau. Und zweimal. Und wir brauchen nochmal so ein Wireless und nochmal so eine Enderperle. Einmal, zweimal. Den hier. Einmal, zweimal. Und das Wireless Access Terminal. Ich meine, ich habe das mal gebaut. Das muss jetzt nicht auch erstmal, das muss auch erstmal irgendwie geladen werden. Das war auch nicht mit dem Access Point, das war irgendwie anders. Ich habe nur echt... Ach, natürlich, natürlich. Ja, es gelingt. Okay. Ja, es ist total bescheuert. Das haust du, zum Linken haust du das in den ME-Controller rein. Mehr ist es nicht. Ah, okay, ja. Jetzt überlege ich nur gerade, wie ich das am besten auflade. Ich weiß nämlich nicht, ob das in der Capacitor-Bank geht. Normalerweise schon. Der ja, hat ja unten vier Slots. Ja, ja, funktioniert. Wir hatten uns doch das eine Mal auch gefragt, wofür die sind. Ja, ja. So. Einmal gelingt Trivolo, einmal gelingt nochmal Trivolo. Ich nehme zwei. Wenn eins mal kaputt ist. Ja, genau. Dann muss ich nur den Access Point, den muss ich dann nochmal, können wir eigentlich gleich mal gucken. Warte mal. Mal sehen, wie weit wir kommen. Was mich nur so ein bisschen damals schon gestört hat beim RET, das ist einfach die Tatsache, ah, hier ist schon nur Signal. Das ist einfach die Tatsache, dass man da drin nicht craften kann. Das hat mich damals schon extrem gestört. Ja, das ist ein bisschen doof. So, dann würde ich sagen, bauen wir gleich nochmal einen Booster. Booster, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Wireless Booster. Ganz easy, Certus Quarz, Redstone, Eisen. Los geht's. Zack, fertig. Und den Booster da rein. Aber ich meine, mit dem Wireless Access Terminal kannst du ja, wenn du genug Crafting-Rezepte drin hast, dann an mir vorbei. Ja, natürlich. Irgendwie der Booster, der hat jetzt genau genommen nichts gebracht. Da. Ja, du musst auch noch ein paar Rezepte reinpacken, glaube ich, oder? Hä? Nee, warte mal. Es geht mir darum, drauf zuzugreifen. Ja. Achso, das bringt nichts. Das bringt nichts, wenn der Booster da vorne ist, wahrscheinlich. Eigentlich sind von Interesse hier oben. Hier oben funktioniert's. Ja gut, das müssen wir dann mal so ein bisschen auskundschaften, wo wir denn die Booster hinstellen, weil ich glaube, die Booster müssen dann noch ein bisschen verteilt stehen. Ich reiß den mal ab und ich setze den mal einfach woanders hin. Mal gucken, was er da macht. Ja, dann verändert er nochmal was den Bereich, oder? Eigentlich schon. Oder muss der Booster vielleicht auch noch irgendwie gelinkt werden? Nee. Na. Ich weiß ja nicht. Nö, muss er nicht. So, hau ich den einfach mal da oben hin. Der wird dann auch gleich am AE angeschlossen. Sehr geil. So, theoretisch. Ja, hier habe ich eben keinen Empfang gehabt. Sauber. Also das heißt, das Ding muss... Ich habe das mit dem Booster auch noch nie gemacht. Ja, geil. Ich hab das bloß mal bei Baker und Kutze gesehen. Ich glaube, dass sie das in Atlantis damals gemacht haben. Ich glaube, irgendwie 16 Felder macht der. 16 Blöcke. Oder sind das 32? Also hier ist der letzte Block, an dem ich Signal habe. Ne, die Fackel. Okay. Ja, die Fackel hier ist der letzte Block. Okay. Ja, müssen wir mal sehen. Da müssen wir das Ganze noch mal ein bisschen ausbauen. Da müssen wir mal schauen, wo diese Reise hingeht. Auf jeden Fall, bevor ich jetzt die Folge beende, sage ich mal Achievement Book her. Und dann würde ich sagen, ich suche mir das Achievement raus. Remotely using a wireless access terminal. Bob, ja, geil. Achievement get. Sauber. So, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Haut da rein und tschüss. Tschüss.